Ja, liebe Leute, ich begrüße euch hier auf dem Bahnhofsvorplatz heute am 21.12., kurz vor Weihnachten. Wir haben es geschafft und ich hoffe gleich ein dröhnendes Pfeifkonzert zu hören. Wir haben es geschafft, in dieser schweren Zeit uns aufzuraffen und für unsere Rechte zu stehen. Ich begrüße euch alle hier und im Livestream. Applaus kennen wir noch vom Frühjahr für uns alle. Aber ich applaudiere auch euch. So viele sind gekommen und diesem Aufruf gefolgt. Ich bin total erstaunt. Und ich glaube, das ist auch ein Ausdruck dafür, für unseren Unmut und für diese Ungerechtigkeit, die dieses Jahr, aber auch in den letzten Jahren passiert ist. Ich bin genau wie ihr Pflegefachkraft, seit über 40 Jahren. Und seit 30 Jahren werde ich eigentlich jedes Jahr wütender auf die Bundesregierung. Wir sind in den vergangenen Jahren häufiger mal auf die Straße gegangen, aber letztendlich haben alle weggesehen, haben alle weggehört. Ich komme mir manchmal vor, als wären wir die vergessene Berufsgruppe. Dieses Jahr mit der Corona sind wir plötzlich aufgefallen, weil wir systemrelevant sind. Herr Spahn hat uns im Januar versprochen, 13.000 neue Stellen zu schaffen. 300 neue Pflegekräfte hat es dieses Jahr gegeben, weil kein Personal da ist. Herr Spahn hat gesagt, dann bilden wir mehr Kollegen aus. Das ist eine gute Maßnahme. Aber die Kunst dabei ist es, diese jungen Kollegen in diesem Beruf zu halten. Ich höre so oft desillusioniert nach dem Examen, wenn die jungen Kollegen ein, zwei Jahre gearbeitet haben, das soll ich 45, 47 Jahre leisten? Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich gehe studieren. Ich fange eine andere Ausbildung an. Wir können unsere Dienste zu ungünstigen Zeiten nicht ändern. Nachtdienst, Wochenende, Feiertage. Aber wir können diesen Beruf aufwerten, indem er besser vergütet wird. Und das wollen wir einfordern, auch im nächsten Jahr weiter. Nur durch eine bessere Bezahlung können wir junge Leute begeistern, in diesem Beruf zu bleiben. Für Ökonomen sind wir alle ein Kostenfaktor, den man drücken kann. In den letzten 10 Jahren sind 8% weniger Pflegekräfte in Deutschland gewesen. Dafür aber 58% mehr Ärzte in den Krankenhäusern. Und da ist eine Schieflage entstanden, die wir ändern müssen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir uns alle sagen, wir sind mehr wert. Hallo Kollegen, ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich merke mal gar nicht was. Also was für eine Zeit. Deutschland befindet sich im Lockdown. Die Inzidenzzahl muss gesenkt werden und die Kontakte beschränkt und die Pflege steht hier. Endlich! Mein Gott! Es wird Zeit, dass wir uns zu Wort melden. Die im Frühjahr angekündigten Corona-Hilfen sind nur zu 30% an die Krankenhäuser in Deutschland ausbezahlt worden. Das Gesundheitsministerium hat viel Geld in neue Betten, Beatmungsgeräte investiert.
Die Personaluntergrenzen wurden ausgesetzt, wie jetzt gerade wieder. Okay. Wir sind keine Helden. Wir sind professionelle Arbeiter und Arbeiterinnen, die eine hochqualifizierte Arbeit am Menschen leisten. Zu jeder Tag- und Nachtzeit, Feierabend, Feiertage meinte ich. Und auch in der Pandemie sind wir einfach da. Man kann sich auf uns verlassen. Wir für die Gesundheit der Menschen in unserer Gesellschaft. Wertschätzung in unserer Gesellschaft drückt sich auch in Bezahlung aus, sagte unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Frühjahr. Diese Wertschätzung fordern wir ein. Also angemessene Bezahlung, geschützte Arbeitsbedingungen, keine Pflege im Akkord und die Einhaltung der Personaluntergrenzen. Zu unserem Schutz und zum Schutz aller Patienten in Deutschland. Und jetzt gebe ich das Wort weiter. Ich bin Malika und ich komme aus dem Klinikum. Ich wurde von Jens gefragt, ob ich hier was erzählen kann. Und im ersten Moment sind mir so viele Dinge eingefallen, die wir erzählen können, tagtäglich. Wir haben so viel Frustration und so viel Leid, was wir täglich sehen und mit nach Hause müssen und womit wir umgehen müssen. Und trotzdem gehen wir so selten auf die Straße und hauen auf den Tisch. Und deswegen finde ich so cool, dass wir heute hier zusammengefunden haben, weil wir sind nicht erst seit Corona systemrelevant. Und wir sind auch nicht die kleine Schwester am Zipfel vom Arzt, sondern wir machen unsere eigene Arbeit und die machen wir gut. Und als dann Corona kam, hieß es immer nur, dass Ärzte mehr in die Presse gezogen wurden. Aber wer macht denn die Arbeit am Menschen? Wir sind die ganze Zeit an dem Patienten dran, 8 Stunden. Wir stehen am Bett, wir halten die Hand, wir machen Dinge. Wir sind zum Teil auch für die Ärzte da und sagen, hey, macht es doch bitte so und so. Sondern wir haben so viel Verantwortung und für die müssen wir auch mal die Wertschätzung bekommen, die wir einfach verdienen. Und ich meine, wir brauchen nicht nur mehr Geld, sondern wir brauchen auch einfach neue Strukturen, dass wir gut arbeiten können. Denn wie meine Kollegen schon gesagt haben, wir können nicht 4 Patienten auf Intensiv oder 40 Patienten auf Normalstation vernünftig versorgen. Das geht einfach nicht mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das weitermachen. Wir müssen weiter auf die Straße gehen, denn die Pflege ist ein so toller Beruf. Und ich wünsche einfach, dass viel mehr junge Leute mit in diesen Beruf kommen. Und es wird nicht funktionieren, wenn die Wirtschaftlichkeit weiter im Vordergrund steht. Und deswegen sollten wir die Menschlichkeit in den Vordergrund stellen und Herrn Spahn endlich sagen, so funktioniert es nicht. Und das wünsche ich mir. Ich bin etwas größer. Ich habe mir die Frage gestellt, oder überhaupt ein paar Fragen gestellt, warum stelle ich mich heute auf diesem Platz bei Scheißwetter, wo ich doch eigentlich zu Hause auf der Couch liegen könnte und einen Kakao trinken? Die erste Frage ist, und die beantworte ich einfach so, ich stehe heute hier, um zu informieren. Ich denke, ein Großteil der von den hier Anwesenden weiß nicht, dass die Prämie, die Bundesregierung ausgelobt hat, mit einer Bedingung verknüpft war. Das war die Bedingung, dass Krankenhäuser zum Beispiel unter 500 Betten eine bestimmte Corona-Anzahl in einem bestimmten Zeitraum versorgen müssen. Dieser Zeitraum war gesteckt von Januar bis Mai. Wenn man mal überlegt, dass der erste Corona-Fall Ende Januar offiziell gemeldet wurde und am 1. März zum Beispiel in Deutschland 51 Corona-Patienten in Krankenhäusern gelegen haben, kann man sich vorstellen, dass in diesem Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai
manches Krankenhaus überhaupt nicht die Chance gehabt hat, die Corona-Patienten, die aufgenommen worden sind, auch entsprechend zu verlegen. Denn viele wissen vielleicht, dass ein Corona-Patient auf einer Intensivstation nicht 3 Tage liegt, sondern der liegt 3 Wochen oder 4 Wochen. Das ist das eine. Im Gegensatz zu, sag ich mal, Lidl, Siemens, Zalando oder wie sie auch alle heißen, die Corona-Prämien bekommen haben, bei denen man keine Bedingungen dran geknüpft, bei der Pflege und bei den Krankenhäusern war es so. Das ist das eine. Das zweite ist, warum ich heute hier stehe, ich fühle mich durch so eine Vorgabe durch die Bundesregierung eigentlich nur verarscht. Das ist ganz klar. Kein Versandarbeiter bei Zalando musste irgendwie 500 Schuhe verschicken, um diese Prämie zu kriegen, sondern es war ganz natürlich. Das war halt auch in der Pflege nicht so. Sind wir wieder halt verarscht worden. Und das dritte, warum ich, die dritte Sache, warum ich heute hier stehe, ist, Kollege Jens, der hat das Herz in die Hand genommen, hat gesagt, ich lasse mich nicht verarschen, ich möchte was dagegen tun. Und was kann ich tun? Man organisiert eine Demo. Er hat also angefangen, sich an die Stadt zu wenden, die entsprechenden Vorgaben abzuholen, was müssen wir machen, was dürfen wir machen, was können wir machen. Gerade in diesen Corona-Zeiten, es hat viele kritische Stimmen gegeben, die gesagt haben, könnt ihr euch zu dieser Zeit auf den Platz stellen mit vielleicht 50, 100 oder wie vielen Leuten auch immer und die Hand erheben und die Stimme erheben, um auf euch aufmerksam zu machen. Ich finde es vollkommen legitim, wir halten alle Vorgaben ein und deswegen müssen wir heute hier auch stehen. Und deswegen möchte ich Jens dafür danken, dass er das Ganze hier organisiert hat und ihm damit auch das Wort erteilen. Bevor ich jetzt gleich noch ein paar Worte an euch richten werde, bitte ich doch noch Esther auf die Bühne zu kommen, die uns in unserem Vorhaben so sehr mit ihrem, ich hoffe jetzt den richtigen Begriff zu finden, Block unterstützt und euch alle ja auch hierher eingeladen hat. Aber wisst ihr was, ich finde es so großartig, dass ihr alle heute hier seid. So viele Leute hier aus der Region, das ist so toll und ich freue mich mega, dass ihr angefragt habt, ob ich ein bisschen Werbung mache und ich freue mich mega, dass so viele Pflege-Influencer und wer auch immer alles Autoren, dass sie das alle geteilt haben. Also es haben wirklich Leute hier, die Autorin von I'm a Nurse hat es geteilt, der Pflegemanager Ugo und wie sie alle heißen, es gibt ja wirklich viele, die eine riesen Reichweite haben und die haben das weitergeteilt. Da habe ich null mit gerechnet und es ist großartig. Und ich hoffe so sehr, dass wir nicht nur heute hier stehen. Denn das, was hier geleistet wurde, das ist so lange nicht passiert, dass sich Pflegekräfte einfach vernetzt haben, einfach gesagt haben, wir stehen jetzt solidarisch zusammen und es geht es alle was an. Und es geht eben nicht nur Kollegen was an, die auf der Intensivstation die Covid-Patienten betreuen, sondern es geht auch die Normalstationen was an, die viel Schwerkränkere auf einmal von den Intensivstationen nehmen. Und überhaupt müssen wir alle in Schutzkleidung den ganzen Tag arbeiten. Das ist ja nicht unerheblich, was wir für eine Mehrbelastung aktuell haben. Die Personaluntergrenzen heißen nicht umsonst Personaluntergrenzen. Das heißt, es ist die Schmerzgrenze dessen, was man machen kann. Das hat man gemacht, damit die Patienten sicher versorgt werden können. Und dann kommt Corona und man wagt es wirklich, die einfach auszusetzen. Und das darf auf keinen Fall weiter passieren. Genauso wenig kann Niedersachsen uns dazu zwingen, 12-Stunden-Dienste zu arbeiten und eine 60-Stunden-Woche zu machen. Die brennen doch! Ja, sonst, was kann man sonst sagen? Der Mindestlohn, der ab 2021 greift, ist absolut nicht ausreichend, der ist lächerlich und wir erwarten eine anständige Bezahlung für das, was wir leisten. Und das Wichtigste ist, dass wir weiter
weiterhin zusammenhalten und dass wir, wenn ein Kollege sich aufmacht und sagt, wir gehen auf die Straße, dass man das nicht runtermacht, dass wir uns nicht gegenseitig fertig machen und sagen, Mensch, du kannst doch nicht und es ist doch Corona und die armen Patienten, das können wir nicht machen. Wir müssen zusammenstehen und wir müssen uns gegenseitig motivieren. Und wenn wir es nicht aufbringen können, heute herzukommen, dann müssen wir es im Internet teilen, dann müssen wir es weitersagen und Werbung machen. Und ich hoffe, dass wir nochmal hier stehen und dass wir weiterhin laut sind, bis was passiert. Unser heutiges Anliegen ist darauf aufmerksam zu machen, dass 3/4 der deutschen Krankenhausmitarbeiter keinen Corona-Bonus aus dem dafür vorgesehenen 100-Millionen-Topf der Bundesregierung erhalten haben. Dass festgelegte Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden können, da es nicht genug Nachwuchs gibt, beziehungsweise Kolleginnen und Kollegen aus dem Beruf abwandern. Weil, und das ist der dritte Grund, unsere Tätigkeit nicht angemessen vergütet wird. Darauf haben die Kollegen ja schon verwiesen, aber es reicht einfach nicht, immer nur einmal darauf aufmerksam zu machen. Es kann nicht oft genug wiederholt werden und ich hoffe, in allen Ecken dieser Republik wird man diese Punkte wiederholen. Weil es betrifft nicht nur uns hier in Oldenburg oder Umkreis, es betrifft alle Pflegekräfte in Deutschland. Bevor ich es vergesse, hatte ich eben ein Interview mit Radio Niedersachsen. Die strahlen ab 15 Uhr im Radio, ab 18 Uhr im Fernsehen unsere Veranstaltung aus. Nicht in voller Länge. Sie tun dies nicht in voller Länge, obwohl ich es gefordert habe. Vor circa 3 Wochen habe ich mit Kolleginnen und Kollegen über die Corona-Prämie gesprochen. Dabei kam es zu folgenden Aussagen. Meine Schwester ist Steuerfachgehilfin, die bekommt 1.500 Euro. Mein Vater steht am Band, der kriegt 1.500 Euro. Geil, habe ich gedacht, habt ihr verdient. Dann ging es weiter. Der Sachbearbeiter in einer Prüfstelle für Stoßdämpfer, 1.500 Euro. Und jetzt die Lidl-Mitarbeiter, die den ganzen Dezember bei Lidl einkaufen gehen können, ohne zu bezahlen. Find ich geil. Nichtsdestotrotz, langsam schlich sich ein komisches Gefühl bei mir ein. Wo bleiben wir denn dabei? Wir Pflegekräfte. Und dann die Meldung, dass der Ältestenrat, also die klügsten Männer des Landes, den Bundestagsmitgliedern 4.000 Euro Corona-Aufwand gewähren. Wie unsensibel ist das denn? Da wurde uns klar, dass wir etwas unternehmen müssen. Und das haben wir heute dann ja auch letztendlich in wahnsinniger Geschwindigkeit geschafft. Denn heute stehen wir hier und stehen für unsere berechtigten Forderungen ein. Alles ganz legal und von der Stadt Oldenburg genehmigt. Wie es eine Kollegin aus den Oldenburger Kliniken auf den Punkt brachte und was ich jetzt zitiere: Herr Spahn, we are on fire! Und wenn man Englisch in Berlin nicht versteht, sage ich es nochmal auf Deutsch: Wir sind auf Zinne! Fällt mir jetzt schwer. Unsere Arbeitgeber stehen hinter uns. Sie werden uns eine Zulage zahlen. Das steht jetzt für alle Oldenburger Krankenhäuser fest. Alle Kolleginnen und Kollegen, denen diese Prämie noch nicht zugesagt wurde, hoffen wir, mit unserer Demo zu helfen. Und wie gesagt, das ist jetzt die
Zulage der Arbeitgeber, die wir strikt trennen müssen für das, wofür wir heute hier stehen, die Corona-Prämie des Bundes. Was macht die Bundesregierung für uns? Anscheinend fällt ihr nicht viel ein. Die Skandinavier machen es vor. Laut dem Merkur bekommen schwedische Pflegekräfte 6.400 Euro. Laut einer ehemaligen Kollegin, die nach Norwegen ausgewandert ist und dort als Krankenschwester arbeitet, bekommen schwedische Pflegekräfte, die in einer 12-stündigen Schicht einen Corona-Patienten betreuen, 160 Euro extra. Norwegische Pflegekräfte für eine 7-stündige Schicht mit Corona-Patienten 100 Euro extra. Spanien, Italien, Frankreich 1.500 Euro. Die Zahlen sind erreicht. Damit Krankenhäusern in der ersten Welle ein Corona-Bonus zugeteilt wurde, mussten Häuser mit einer Bettenzahl unter 520 Corona-Patienten aufgenommen und entlassen haben. Größere Häuser 50, alles im Zeitraum Januar bis Mai. Ich bin sicher, diese Zahl wurde jetzt in der zweiten Welle der Pandemie von den allermeisten Kliniken Deutschlands überschritten. Herr Spahn, lassen Sie das prüfen und handeln Sie! Die Zukunft ist uns wichtig. Viele junge Pflegende und Auszubildende starten hochmotiviert und engagiert in ihren Beruf. Dieses Engagement für den Beruf und auf den Beruf aufmerksam zu machen, zeigt sich in dem Video zur Jerusalem-Challenge eines Oldenburger Krankenhauses. Dieses Video zu ermöglichen, geht auf Initiative der Arbeitgeber heraus. Dafür bedanken sich nicht alle. Ich finde dieses Video toll, ganz persönlich, wie sich da junge Leute aufmachen, auch wenn einer oder der andere dann den Eindruck bekommt, da lässt jemand die Puppen tanzen. Das glaube ich nicht. Doch das ist eine Form von Engagement für unseren Pflegeberuf. Schwierig wird es, in diesem Beruf durchzuhalten. Bärbel sagte es, psychische und körperliche Belastung für einen Verhältnis zu niedrigen Lohn. Aufgrund des Personalmangels können Personaluntergrenzen nicht eingehalten werden. Werden zusätzliche Schichten nötig, da auch Kolleginnen und Kollegen an Corona erkranken. Kolleginnen und Kollegen müssen auf den Stationen rotieren, um die optimalste Versorgung aller Patienten zu sichern. Und damit will ich meine Rede abschließen. Die Liste der Argumente, die hier gesagt worden sind, ist sicherlich nicht vollständig. Aber das, was gesagt worden ist, ist ausreichend, unseren Interessen Aufmerksamkeit zu schulden. Und ich sage noch einmal, Herr Spahn, we are on fire! Applaus reicht nicht aus! Applaus reicht nicht aus! Applaus reicht nicht aus!